Hallo, hier ist der Senior Didi. Dann will ich mit diesem Film nochmal den nächsten Durchgang gleich starten. Dann sind das zwei Filme hintereinander. Ne? Und wir gehen jetzt mal mit der Kamera zu den Kirschbäumen. Ja, gesehen haben wir ja jetzt hier von der Schweinebrücke, Wildwiese, Bromberg hier alles. Und Senior Didis Vorgarten. Ne? So, und da wir das schon in den vorigen Film gesehen haben, ich gehe erstmal hier hoch zu den Kirschbäumen. So, muss ich mir erstmal einen Weg suchen, dass ich da zu den Kirschbäumen komme. Dann mache ich das erstmal so auf Umwege. Und zwar gehe ich jetzt bis hier hin. Und zwar sind das ja hier noch die Holundersträucher, ne? Aber jetzt bin ich auf dieser Seite, wo man da Zugang zu hat. Und ich jump jetzt mal hier drunter her. Und werde jetzt mal zu einem Kirschbaum gehen. Gucken, hier passiv auch drunter her. Sind wir hinter den Rohren. Jetzt kann ich mal ganz kurz nochmal zu den Holundersträuchern gehen. Ja, die sind echt eine Pracht geworden. Muss ich schon sagen. Ne? Gucken wir das nochmal an. Ja. Cool, ne? Ja. Mal gucken hier. So. Herrlich, herrlich. Jetzt gehe ich wieder zurück. Und gehe ich mal nach dem Kirschbäumen. Ja. Ich gucke mal hier, dass das hier alles jetzt zuwächst. Dass hier keiner drin rumjumpt. Dass da mal wieder Natur wird hier. Ne? Und das ist mir eigentlich bis ganz gut hier gelungen. Also das war auch alles totgetreten in den letzten Jahren und jetzt habe ich das seit 7 Jahren oder 8 Jahren hat das hier die Möglichkeit jetzt auch zuzuwachsen. Ne? Da sieht man gar keinen Gang mehr, weil hier keiner mehr herläuft. Ne? So. Aber ich muss jetzt einmal kurz da durch. Ja, Fuchs und Katze, die jumpen hier ab und zu mal durch. Ne? So. Gut, so. Dann sind wir jetzt hier ganz kurz vor den Kirschbäumen. Bin ich ja mal gespannt, wann die das erste Mal blüht und wann die das erste Mal Kirschen macht, ne? So, das ist ja mein Freund der Baum. Auch toll geworden, ne? So, gucken wir mal, was die hier so machen. So, den Kirschbaum hier. Den habe ich mal als Ableger vor gut 4 Jahren organisiert, da haben sie einen Baum gefällt und da dachte ich, boah, die hat so schnell leckere Kirschen gehabt. Und die habe ich hier gepflanzt. Ja, die habe ich dreimal umgepflanzt, bis sie hier einen vernünftigen Ort gekriegt hat, hier, aber hier hat sie ihre Ruhe. Und vor 2 Jahren habe ich den auch noch mal hingepflanzt, ich denke sicher, sicher. Und zum dritten Mal den auch noch dazu. Ja, das sind also 1, 2 und das ist der älteste Kirschbaum. 1, jung, 2, 3. Ja. Die halte ich ab und zu mal hier von der Brombeere, aber die wachsen ja dazu. Ja, da muss ich mal so ein bisschen frei halten hier. Die ersten Jahre, dass das richtig stabil werden kann hier. Ja, dass die, richtig, die kriegen ja im Grunde Fallwurzeln, die wachsen richtig tief. Dass die dann auch stabil sind. Ne? Wenn die hoch sind, dann können wir ja dann mal demnächst Kirschen pflücken.
Und da sind leckere, leckere Süßkirschen. Ich weiß noch, als Kind bin ich ja gerne in Bäume geklettert mit Kirschen. So, was wollte ich denn jetzt noch? Jetzt wollte ich noch was gucken. Ich habe jetzt im Grunde Zeit genug noch, ne? Also Batterie zeigt noch, also bestimmt 10 Minuten kann ich noch machen. Das sind die Kirschbäume. Ich würde sagen, jetzt gehe ich noch mal hinter dem Feld, wo die Blumen sind, ne? Jetzt sind nur dieses Vorgarten, auf, von hinten. So können wir das jetzt mal bringen. Ich husche jetzt über unter da runter her und da fängt das Feld ja da an, ne? So. Da ist ja alles zugedichtet, da können wir einmal was, naja, da hinten haben wir die Holunder. Und jetzt fängt hier das Feld von hinten an. Jetzt gucken wir, dass ich da mal hier, da kriegen wir sogar noch hin von der Zeit. Ist ja cool. Jetzt kann ich ja hier mal ein bisschen was erzählen. So, jetzt das Ende von Feld hier, ne, zur linken Seite. Und da habe ich genau hinter dem Feld, das ist ungefähr 40 Meter lang, einen Graben gezogen. Das sieht man ja auch, ne? Den Graben hier. So 20 cm breit so und 20 cm tief. Ja, ich vorher es ja mit Laub aufgeschüttet. War richtig voll und da schütte ich dann nach und nach hier mit drauf. Das ist ein richtiges Hochbeet geworden. Und im nächsten Herbst mache ich da wieder Laub rein. Ja? Das heißt also im Grunde, das ist der Flieder. Hier sind sie heute Nacht reingesprungen und haben wieder zugebaut. Die Spackos. So, hier gucken wir uns das Zelt mal von hier aus an. Gucken wir das mal, so, ohne dass ich viel erzähle, was wir hier so sehen. Das ist ein Flieder, aber das ist ein Edelflieder. Und das ist ein Wildflieder. Der nennt sich hier Empire Blue. Richtig, ganz wichtig. Richtig, ganz wichtiger Name. Empire Blue. Schauen wir mal. Da ist eine schöne Rose. Die sieht auch schön. Das ist aber eine veredelte, das ist eine veredelte Kletterrose. Genau wie diese hier. Die brauchen noch ein bisschen Wasser. So, ich würde sagen, ich würde mich jetzt schon mal verabschieden. Der Akku, der ist schon rot. Hm?
Aber ich gehe jetzt so lang mal hier durchs Feld noch, bis das dann von alleine rausgeht, oder? Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Sommer. Mal gucken, was wir hier noch so alles sehen. Und wenn man hier jetzt entlang guckt, ist das eine richtige Augenweide. Ne? Ja, und wie gesagt, ist ja im Grunde für jedermann und nicht nur für mich. Oder? Ich mache das für alle. Bloß viele, die hier so was drin rummuscheln, die kapieren das einfach nicht. Die müssen das einfach kaputt machen, klauen, verdrecken. Ne? Eine schöne Anlage geworden, oder? Wenn man sie denn in Ruhe lässt. Das ist eine Hortensie. Die ist noch ganz jung. Wird noch eine gelbe Rose hier, eine richtig coole, ne? Hier haben wir die fette Henne, die wird wirklich fett. Den habe ich auch hier. Das ist auch ein Kirschlorbeer. Den habe ich aus mit so einem kleinen Ableger vor 5 oder 6 oder 7 Jahren reingemacht hier. Der ist auch richtig mächtig geworden. Ne? So. So, also das ist hier ein richtig schönes Hochbeet. Da habe ich die Stachelbeere drin. Die werde ich dann nach Community bringen. So eine Garten-Community, ne? So Studenten, die da was machen. Aber das passt ja hier nicht, wenn ich hier so Obst drin habe oder irgendwie Beeren. Ne? Das soll eigentlich nur so ein Ziergarten sein. Ne? Guck mal, die wird auch schon hier. Alles mitten in der Stadt wohl. Mal aufpassen, wenn hier Leute vorbeigehen, dass die die nicht auf den Schirm nehmen. Ne? Ja, liebes, das wird jetzt auch richtig schön gehört. Ne? Freilandjuka, da haben wir kurz auch eine versucht zu klauen. Die habe ich jetzt versetzt da. Naja, die hat aber noch überlebt. Da stand ich dann und habe gesagt: Du, lass das sein.
auch schön, ne? Das ist auch richtig, ist das Ding, da wird jetzt die Hohe, da wird ein Busch. So, da habe ich hier den Ableger an einer gelben Margerite. Das heißt ein Ableger, den habe ich schon jetzt ein Jahr gezogen, ne? Den habe ich jetzt hier reingesetzt. Jetzt ist da noch ein Blumenpott. Ich weiß aber gar nicht, ob ich den hier lasse oder ob ich den noch versetze. Ne? Aber erstmal nach draußen. Da habe ich einen großen von eingepflanzt. Hab gedacht, mach ein paar Ableger, aber der große ist total weg, weiß ich nicht warum. So, aber auf jeden Fall habe ich den gerettet, indem ich einen Ableger gemacht habe. Und eine alte Frau hat auch noch zwei Ableger, davon hat sie mir erzählt. Ja, alte Frau, sagt sie, ich bin doch keine alte Frau, 82. Ich bin alt, hat zu Recht, mit 82 ist man nie auch, ne? So, ich würde sagen, es blinkt schon. Ciao, ciao, sage ich dann nochmal. Nochmal. Ja, die Rose hier. Die ganz viele Knospen jetzt. Die habe ich, versuche hier zu erweitern. Da habe ich hier unten so einen Arm gelegt und hier kann die dann wieder Wurzeln schlagen, ne? Dass sie breiter wird. Dass die nicht nur in der Höhe geht, sondern auch in der Breite, oder? Ja, hier habe ich mein Werkzeug, wo? HI. Hat mal einer reingeschmissen. So, das heißt also, nochmal zurückgucken. So, jetzt sind wir hier. Fast am Ende des Feldes. Und der war auch ganz braun. Da kriegt tatsächlich wieder was Leben. Da. Der ist auch richtig mächtig geworden hier, Holunder. Und die haben sie mir versucht zu klauen, die standen hinten in der Ecke, da hinten. Und da habe ich den erwischt und gesagt, pass mal auf du, was machst du da für Dinger? Warum du so? Ich sag, gib her, da Ding. Jetzt habe ich die hier reingebaut. Und hoffe doch, aber es sieht aus, als wenn sie doch angegangen ist wieder. So, schön. Freiland, super. So, das war mal ein Durchmarsch in Senior Didis Vorgarten. Ende Mai 2022. Na? Der Plan war ja, wenn ich in Rente bin, dann will ich von oben schönen Garten haben oder sehen, ne? Der gehört mir ja nicht, den habe ich ja installiert für alle. Also war ich nicht für mich, sondern der gehört uns alle. Der ist auch noch ein schön. Hallo. Schöner Flieh darin, ne? Auch nochmal Empire Blue. Die hat sogar schon eine Blüte. Noch gar nicht gesehen. Die fängt an zum Blühen hier. Tatsächlich. Sieht man die? Sieht man da, ne? Da ist eine Blüte da. Eine weiße. Da sind schon Knospen. Ah, ist ja jetzt die Zeit, wo die alle anfangen zu blühen. So, hier habe ich auch noch eine Edelrose, aber die steht hier so im Schatten. Die ist nicht so ganz schnell, aber die hat sich ganz gut entwickelt. Ne? Das kann was werden. Also die wird auch richtig... Man sieht ja noch, dass sie ziemlich jung sind. Ne? Und wenn ich die mal so ein, zwei Jahre stehen habe, dann sieht die auch ein bisschen stabiler. Ne? So, gucken wir hier nochmal zurück. Ja, und den Graben, den werde ich mal wieder mit Laub ausfüllen. Ja, im Herbst. Dann habe ich immer hier so guten Dünger. Wenn er so ein Jahr mal liegt, dann schmeiße ich das immer oben drauf. Beste Dünger. Ne?
So, hier kommen wir dann noch zum Rest des Feldes. Das ist nochmal hier dieser, das ist der dickste Flieder. Den habe ich schon ein paar Jahre jetzt hier, ne? Da habe ich schon richtig dicken Stamm gekriegt und so. Also ein Wildflieder, ne? So, da blüht aber noch nichts. Das ist erstmal alles in der Mache, ne? Ja. So. Was haben wir hier noch? Jetzt sind wir am Ende des Feldes. Das heißt also, hier habe ich noch so ein Farnkraut. Mal gucken, ob da was wird. Da habe ich noch eine weiße Rose reingemacht. Ja, die blüht auch schon richtig kräftig. Hier ist noch so eine Blume. Ja, und so ist das Feld eigentlich richtig schön dicht. Und man kann sich dran erfreuen, ja? So. Bevor man also was etwas Plattgetretenes hat, wo nur Müll und Schutt und Unrat drin liegt, kann man doch lieber sowas machen wohl. Ja, wie gesagt, ist ein richtig langes Feld. Oder? 40 Meter, würde ich sagen, ist das mit Sicherheit hier. Und wenn ich bis zur Schwannebrücke gehe, ist das 100 Meter. Ne? Das mache ich ja auch noch hier, aber das lasse ich alles wild und mache vorne immer so, dass da keiner reinhupsen kann. Ne? So. Das heißt also im Grunde von der Jägerstraße aus bis zur Schweinebrücke sind das gut 100 Meter, ne? Oder 120 Meter. Ja? Aber Sinn der Sache ist eigentlich, dass hier keiner mehr reinspringt. Dass das mal Natur wieder werden kann. Ja? So. Ja, da bin ich auch echt bei 22, obwohl das noch immer blinkt hier. Der Akku hält lange aus. So, ne? Okay, dann haben wir es doch. Zack, zack. So. Das haben wir hier. Und wenn ich dann sowas habe hier, das ist zum Beispiel hier eine Kastanie. Die soll ja nicht wachsen, ne? Die pitche ich dann einfach weg. Ja? Das muss ich dann mal machen. Also man muss das Feld dann auch im Grunde ein bisschen pflegen, oder? Aber das heißt ja im Grunde noch lange nichts. Hier bin unser Vogelhäuschen. Da wollte vor kurzem auch ins Feld springen und da klauen. Ich sage, lass das doch stehen, Mann, was soll das? Gurke. Oh, oh, oh. Naja, wenn es weg ist, ist es weg, ne? So, ich würde sagen, damit mache ich den Film jetzt aus. Ich wünsche euch alles Gute. Seht zu, dass er gut im Sommer kommt. Ciao, ciao.